Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Rhein-Ruhr-Osten vom ICE 1, der ICE 928 in einem Szenario von Tom Fresco, wem auch sonst. Das Szenario gibt es im Creators Club, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir fahren den ICE, hier ist ordentlich KI-Verkehr, wie man es kennt von ihm. Hier ein bisschen S-Bahn-Verkehr ist dabei, da sind wir, da ist ein 101 und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Okay. Fahrtrichtungswender rein. Türen rechts auf. So, dann PZB an. LZB machen wir uns auch an. AFB machen wir uns an. Der Rest passt soweit. So, einmal den. Fährt in Sandwich-Traktion, obwohl der hintere Stromabnehmer unten ist. Interessant. Tja, was es nicht alles so gibt, ne? Dann einmal das Licht an. Spitzensignale sind an. Führerstandsbeleuchtung. Brauchen wir eigentlich nicht bei dem Wetter. Okay. Jawohl, das funktioniert alles. Das passt. Dreimal weiße Lichter sind vorne an. Das ist doch hervorragend. Und dann würde ich sagen, wir schließen die Türen. Türen sind zu. So, dann lösen wir die Bremsen und schalten Leistung auf Fahrmotorlüfter springen an. Habe ich die SIFA eingeschaltet? Ich glaube schon, ne? Oder? Ich kontrolliere es nochmal. SIFA, machen wir uns auch an. So, wir dürfen mit 60 ausfahren. Das heißt, wir befreien uns auch. Ja, bei mir ist es lange her, dass ich das letzte Mal TSW 2 3 gespielt habe. Nämlich ziemlich genau 2 Wochen. Die Videos, die in den letzten 2 Wochen erschienen sind, waren alle vor Release aufgenommen. Warum schaltest du kein... Achso. Die AFB. Ja. Das heißt also, ich bin so ein bisschen außer Übung. Aber ich habe versucht, jetzt hier möglichst ohne Verzögerung dann auch mal wieder was Neues aufzunehmen. Und ja, am besten bietet sich da eigentlich immer so ein Szenario vom lieben Tom an. Wir sehen sie ja. Der KI-Verkehr ist ja mal wieder absolut... Weltklasse. So, gleich dürfen wir eigentlich 100 fahren. Jetzt ist das der Fall. Okay, und wir haben halt zu erwarten. Ja, es ist im Szenario schon angekündigt, dass halt sehr, sehr viel hier los ist auf der Strecke. Und dass wir mitnichten mit einer grünen Welle rechnen können.
So, hier fahren wir, glaube ich, an Oberbarmen. Unterbarmen vorbei. So, das nächste Signal. Das Hauptsignal ist immerhin schon mal grün, das ist ja schon mal was. Dann können wir ein bisschen Leistung aufschalten. Natürlich nicht zu viel, lohnt sich gar nicht. Das bestätigen wir. Jawohl. Und halten weiterhin Ausschau nach den Signalen. Ja, das ist halt die Sache, wenn man die God Mode benutzt. Die Mod, ne? Dass dann die Gleise in der Ferne, wenn man halt stark hineinzoomt, nicht mehr ganz so gut aussehen. Eieiei, guckt euch mal an, wie viel hier los ist. So, das musste ich definitiv nutzen für ein paar Fotos. Aber genug der Fotos. Kümmern wir uns jetzt wieder eher ums Fahren, auch hier halt zu erwarten. Geben wir noch ein bisschen Leistung. Fahren wir mal so 60. Wird bestätigt. Halten müssen wir tatsächlich erst nur in Hagen. Also es gibt keinen Zwischenhalt im Sinne von Passagier-Ein- und Ausstieg, aber vermutlich werden wir zwischendurch noch auf der Strecke zum Stehen kommen. Oh, endlich ein Güterzug. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. 185 MRCE. Und auch das Signal wird natürlich bestätigt. Jawohl. Wisst ihr, was mir auffällt, was hier fehlt? Die Mod vom Nighthawk, bei der viele Texturen überarbeitet sind. Habe ich vergessen zu installieren. Eigentlich müsste ja die TSW-2-Version vermutlich problemlos auch hier mit dem Spiel klappen, mit TSW-3. Habe ich leider vergessen zu installieren vor der Aufnahme. Fällt mir aber auch jetzt erst gerade auf. Das ist natürlich ärgerlich, aber gut. Dann ist das halt so. Mal ein bisschen Leistung wieder dazu. Zwölf war da rechts.
Und auch das Signal wird einmal bestätigt. Ja, also da man merkt hier zum Beispiel anhand der Straßenmarkierung, dass die Mod vom Nikok fehlt, weil diese dicken Streifen, das sieht ja mal nicht so gut aus. Oh, das Vorsignal ist grün. Wir können mal ein bisschen Leistung aufschalten. Verrückt. Wer mag denn das glauben? Wenn jetzt noch gleich die 1000 Hertz Beeinflussung weggeht. Das wäre doch mal was, oder? Weg ist sie und wir befreien uns. Ich würde sagen, aber viel schneller als 100 fahren wir jetzt erstmal nicht, weil wir ja offensichtlich einem Zug hinterherfahren. Rechts auch ordentlich wieder die S-Bahn unterwegs. Also die S-Bahn Rhein-Ruhr, die ich kenne, fährt definitiv nicht in einem so hohen Takt. Und auch schon wieder der Gegenzug. Wahnsinn. Also mal wieder Hut ab. Vor dem Szenario, boah. Wobei, trägt einer von uns heute noch Hüte? Wohl eher nicht. Aber kleine Parallelfahrt. Ich glaube, so ein bisschen mehr Leistung kann ich auch aufschalten. Ja, da habe ich vergessen, einen Repaint zu installieren. Der sollte eigentlich in einer anderen Lackierung rumfahren. War einfach mein eigenes Repaint, das ich nicht installiert habe. Good job. Wie schnell dürfen wir eigentlich? Wir dürfen eigentlich sogar 160 fahren. Okay, ein paar Signale sind jetzt nacheinander grün gewesen. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch auf die 130 mit der AFB. So. So, einmal vorbei am S-Bahn-Bahnsteig. Ja, man merkt, Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Osten ist eine alte Strecke. Der Streckenbau ist ein bisschen hier und da ein bisschen ja, besonders. Gerade so hier die Steigungen und wie dann die Gleise wieder auf eine Ebene geraten, die Kurven und so, das ist alles nicht ganz so rund, wie es heute der Standard ist bei neuen Strecken. Aber ich finde, trotzdem hat die Strecke was. Aber das Update von Nikok ist da doch definitiv ein zusätzlicher Segen. Da gucke ich mal, dass es für die nächsten Videos wieder drauf ist. Sofern das überhaupt funktioniert. Müsste aber eigentlich.
So, Signal ist grün, sehr schön. Eieiei, diese Kurvenverläufe habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass sie dann doch so ein hin und her wirbeln im Führerstand. Jetzt wieder, guck, eieiei, da entgleist man ja gleich. Aber das ist auch in anderen Führerständen nicht so stark spürbar, glaube ich einfach nur. Ich glaube, das ist einfach aus irgendeinem Grund besonders stark zu spüren hier im ICE-Führerstand. Aber gut, dann ist das halt so. So, wir dürfen weiter in 120 fahren. Ab hier dann 150, wenn unser ganzer Zug an der Tafel vorbeigefahren ist. Was ungefähr jetzt der Fall sein wird. Und ja, ah je, Glück gehabt. Das Signal ist gerade in dem Augenblick umgesprungen, als wir dran vorbeigefahren sind. Musste ich also doch nicht bestätigen, doch keine Beeinflussung. Aber ich schalte jetzt mal keine Leistung auf, denn vermutlich ist das Signal danach sowieso rot. Also das Hauptsignal. Genau, das ist jetzt grün, aber mal gucken, was das nächste Signal sagt. Das ist dieses komische 0 km/h Schild, das einfach mal an der Stelle zu ignorieren ist. Okay, das nächste Signal ist auch grün. Dann können wir doch auf die 160 vielleicht hoch. Zumindest einmal kurz. Oder auch nicht. Denn das Vorsignal, die Geschwindigkeitsankündigung hat uns 150 vorhergesagt. Ob hier gelten die 150? Was kommt uns denn da entgegen? Ein Intercity. Als Sandwich. Und diesmal sogar mit beiden Stromabnehmern gehoben. Also an beiden Loks jeweils ein Stromabnehmer gehoben. So, wir müssen mal auf jeden Fall runter mit der Geschwindigkeit. Da war 100 angekündigt. So, und da ist Langsamfahrt zu erwarten angekündigt. Das wird bestätigt. Und zwar Langsamfahrt mit, steht da nicht 70. Ne. Ich denke mal 40.
Vermutlich werden wir über eine Weiche fahren und die Weichengeschwindigkeit ist aber nicht angekündigt. Deshalb gehe ich mal auf die 40 runter. Von Herzmagnet? Warum das denn? Warum? Habe ich jetzt eine 500 Hertz Beeinflussung bekommen? Das Signal stand doch jetzt nicht auf Rot. Okay, das ist... Also ich bin kein Experte, was den Bahnbetrieb angeht, aber ich glaube, das ist definitiv falsch. Ups, nee. Okay, 500 Hertz Beeinflussung ist weg. Und wir fahren mit 30 km/h in den Hagener Hauptbahnhof ein. Der ist auch, glaube ich, wieder gut gefüllt. Da sehen wir den ICE, der gerade einfährt, ausfährt. Ne, der steht einfach nur. S-Bahnen. Bestimmt auch Regionalzüge. Wir müssen jetzt hier einmal hier rechts lang. Und halt dann hier auf Gleis 3. Unser Zug passt zwar definitiv nicht drauf, aber ja. Gilt das Signal für uns, ist die Frage. Ja, tut es. Ich fahre noch ein bisschen weiter vor, bis zu dem Signal. So. Türen auf. Gucken, ob wir komplett drauf passen. Ja, gerade noch so. Wahnsinn. Okay, was haben wir noch hier rumstehen? S-Bahn. Regionalzug steht hier. Güterzug steht hier vorne auch. Sehr schön. Und da stehen wir. Wer sich fragt, wie ich, wie und warum ich zoomen kann so sehr, das ist die God Mode. Ist eine Mod, die funktioniert nur auf dem PC.
Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.